Also im Grunde geht es momentan darum, überhaupt wie der Stil aussieht. Ich habe jetzt mal so den Hintergrundbildschirm gemockupt und da ich noch nicht viele Symbole designt habe, bin ich gerade dabei, den Roboter zu machen. Also jedes einzelne Symbol wird in Illustrator gebaut. Und ja, die Herausforderung ist halt, dass die alle zusammenpassen. Weil ich nehme dann verschiedene Stilelemente, die ich dann immer wieder benutze. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Und dann benutze ich zum Beispiel hier die Hörner von dem Monster wieder. Oder hier habe ich schon ein paar gemacht. Die Augen sind halt immer identisch. Also ich will halt irgendwie, dass es ein Gesamtbild da gibt, was nicht so einfach ist mit dem Schnurrbart und der Brille, weil da irgendwie nichts dranhängt. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Habe ich jetzt momentan so einen Hintergrund gebaut. Ich bin der Tobi und ich programmiere für die Coding Monkeys und bin hauptsächlich an Carcassonne. Im Moment bin ich gerade dabei, mit Marcel zusammen die nächste Erweiterung fertig zu machen. Das ist eine Mini-Erweiterung, das Phantom, auf Deutsch lustigerweise das Gefolge, was irgendwie der viel schwächere Name ist, aber so heißt das Ding nun mal. Und da sind wir so gut wie fertig. Das wollen wir innerhalb von dem nächsten Monat rausbringen, also im April. Meine Freundin ist schon ganz scharf drauf, die ist Grafikerin, dann nochmal drüber zu sehen und da nochmal richtig zu polishen. Das heißt, alles, was ich mache, ist jetzt so der Rohschliff. Aber ja, ich habe jetzt auch ein paar Screenshots getwittert, die kamen jetzt auch schon sehr gut an. Ich bin schon wahnsinnig spannend, was jetzt dann von ihr für Feedback kommt und was wir da jetzt noch verbessern können. Das Phantom hat als Regel, dass du einen Zusatzspielstand bekommst, das Phantom. Das kannst du in einem normalen Zug zusätzlich setzen. Das heißt, die Annahme, in jedem Zug gibt es den Spielstein, der gesetzt wird, die hat es komplett über den Haufen geworfen. Und die war, haben wir festgestellt, ziemlich tief in unserem Code eingebacken an vielen Stellen. Zum Beispiel hatte der Spielzug, die Datenstruktur für den Spielzug, halt nur Platz für einen Spielstein. Und den aufzubohren hat halt an ganz vielen anderen Stellen auch wieder Chaos ausgelöst. Also das war, so mini sie auch war, die Erweiterung, sie hat schon viel Änderungen gebracht. Mich überrascht nicht, dass Annahmen, die wir hatten, immer wieder über den Haufen geworfen werden. Ich bin immer wieder überrascht, welches ist. Weil man hat immer so ein Gefühl, an der Stelle bin ich vielleicht jetzt nicht flexibel genug und manchmal hat man ein Gefühl, an der Stelle schreibe ich es jetzt super generisch und der Code, der muss hier total flexibel sein. Und die Richtungen, in die du voll flexibel bist, die brauchst du dann in der Regel nicht. Und dann in einer anderen Richtung triffst du dich total unerwartet. Ja, die Maze kommt jetzt näher und wir sind jetzt in die zweite Phase eingetreten. Ich habe letzte Woche jetzt nochmal euch, also die anderen Coding Monkeys, gebeten, nochmal genauer drauf zu gucken und mir Feedback zu geben und auch nochmal mit euch besprochen, was man so jetzt für die Maze noch an Features reinbringen muss und was nicht. Was da hauptsächlich rausgefallen ist, ist ein Settings-Screen, wo ich viele Sachen dann on the fly ändern kann. Eben auf der Maze dann zum Beispiel die Zeit ändern kann, die man am Anfang hat oder bestimmte Regelvarianten. Und ich bin da jetzt gerade heftig am Feintunen für das Maze Festival, um da dann eben möglichst viel Feedback zu kriegen.
Und ja, welches Feedback möchte ich eigentlich haben? Hauptsächlich gibt es irgendwelche Blocker. Also gibt es irgendwelche Sachen, wo alle dann sagen, nee, das verstehe ich nicht zum Beispiel. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einen Prototypen auf der Amaze da und habe eben bestimmte Sachen gemerkt, okay, so kann ich das nicht tun. Dafür ist das, glaube ich, ganz gut. Das Schöne bei so iPhone-Spielen ist ja, man kann sie in der Tasche rumtragen und dann einfach jedem zeigen. Und so eine kurze Runde ist ja auch schnell gespielt. Wenn wir so eine neue Erweiterung machen, dann ergeben sich ja Kombinationen aus der Erweiterung und anderen Erweiterungen, wo sich unter Umständen die Regeln dann beißen können. Als Beispiel, Prinzessin und Drache haben dieses magische Portal, wo man Spielsteine auf andere Plättchen setzen kann. Und die Händler- und Baumeister-Erweiterung hat jetzt das Schwein und den Baumeister. Jetzt ist die Frage, kann man die auch durch so ein Portal schicken, zum Beispiel? Stellt sich raus, nein, da dürfen nur Gefolgsleute durch, also der Miepel, der Doppelmiepel und das Phantom. Und da haben wir unseren Kontakt zu Hans im Glück, der Verlag, der Carcassonne rausgebracht hat. Und die machen ja auch Support für Regelfragen. Und da haben wir unseren Kontakt, mit dem wir dann immer Rücksprache halten. Wie ist es denn richtig? Wichtig ist an der Stelle, dass wir so den Kontakt zum Verlag haben und dass wir da Regeln absegnen lassen. Weil es so viele komische Kombinationen und Fragefälle gibt, ist es schon gut, dass wir da mit denen reden können und uns vergewissern, was sind denn offiziell sanktionierte Regeln. Ich habe mich letztens ertappt, da bin ich U-Bahn gefahren, habe Rules gespielt und bin bei Level 15 und so und merke, oh, du spielst ja gerade Rules. Ich habe überhaupt nicht mehr über die Levels nachgedacht, sondern einfach getippt. Und ja, das macht halt super viel Spaß. Und jetzt vor der Amaze, ja, ich habe ehrlich gesagt richtig Schiss, das zum ersten Mal fremden Leuten zu zeigen, die vielleicht ein bisschen mehr mit dem Spiel, Zeit mit dem Spiel verbringen, ob die sagen, okay, aber das ist mir alles viel zu anstrengend. Und dann klammere ich mich immer an diese Hoffnung, ja, Super Hexagon ging ja auch und Flappy Bird ging ja auch, obwohl die beinhart waren, diese Dinger. Ja, keine Ahnung. Also so, diese Zeit vor der ersten Präsentation ist eigentlich immer super hart, weil es kann dir halt passieren, dass dir jemand dein komplettes Spiel abschießt. Und wenn die Grundidee nicht trägt, dann hast du plötzlich nichts mehr da. Und dafür ist jetzt ganz schön viel Entwicklungszeit auch schon reingeflossen. Aber manchmal muss man eben auf diese Prototypen einhämmern, bis sie soweit sind.